Cheerio, meine lieben Fortunen, willkommen zurück zu FIFA 20. So, okay, kommt noch ein Angebot für Albrecht rein. Wir werden heute das Spiel gegen Holstein Kiel spielen im DFB-Pokal. Das letzte Spiel gegen Werder ging leider nicht so glücklich aus, muss man ganz ehrlich sagen. Hätten gewinnen können, aber nee. So. Jetzt mal gucken, wie wir uns gegen Frankfurt schlagen. 1:0 gewonnen. Sehr schön. Für mich ist das die Frage. Moment, da. Bundesliga Mittelfeldplatz belegen. Da, Nachwuchsentwicklung ist denen eigentlich egal im Grunde. Marktprozent haben wir ja schon erreicht. Erfolg kontinental Mittel. Aber überhaupt keine Ziele da. DFB-Pokal letzte Runde 32, ja, das ist auch in Ordnung. Wenn die Saison mit Gewinn von 250 Millionen. Ja, nein. So, dann wir erstmal wieder das Training hier. Sind aber nicht gerade die Besten, wie es aussieht. Walter und Rot kommen so gut wie gar nicht voran. So, weiter geht's. Achter sind wir in der Tabelle. So, was haben wir denn hier? Monatsbericht, dann haben wir natürlich noch Scouting. Spanien bringt fast nichts hervor, wenn wir mal ehrlich sind. Also in Spanien haben wir, glaube ich, noch keinen einzigen Spieler bisher. Was haben wir hier? Ah, nein. Hier auch Potenzial 89. Ich nehme ihn trotzdem mit rein. 89 ist ja immer doch noch was Gutes, ne? Also. So, was willst du? So. Los geht's. Ah, jetzt hat es nur verloren und Turk hat sich verletzt. Da spielt ein Klinsmann in der Verteidigung bei denen, was? So. Für 7 Tage aber nur, das ist okay. So. Na endlich, Rot und Walter, 1 Punkt hoch. So wollte ich das sehen. That's how I like it. So, nächstes. Nein. Dann hier endlich mal wieder Kastenmeier. Mal sehen, ob er diesmal endlich geht. Das zieht sich ja auch schon hin wie Kaugummi. So. Wir könnten auch gucken, ob wir Hornig für Dings kriegen. Für Dina. So, hallo. Ich möchte euch einen Spielertausch vorstellen. Guck mal hier. Das ist doch wunderbar. Ein Stürmer, Innenverteidiger. Das geht nicht. Hier war auch niemanden. Und hier sieht es leider auch eher schlecht aus. Müssen wir leider beenden. Leider. Er kann auch ZOM spielen. Das ist ja auch nicht mal so schlecht. So. Wir lassen das jetzt mal. Streiten weiter voran. Ich habe vergessen, einen anderen Spieler weiter zu suchen. Das muss ich unbedingt nach der Folge hier machen. 3:0 gewonnen gegen Hertha. Das ist auch gut. Kommen ein bisschen wieder höher in der Tabelle. Ah, Platz 9. Naja, unsere Zielvorgabe ist ja Platz, also in der Mittelfeldplatz. Und so sind wir mit Platz 9, 8 oder 9 eigentlich ganz gut dabei. So. Weiter geht's. Jetzt geht's gegen Gladbach. Da. 1:0 gewonnen. Oh. Läuft ja gut an, ne?
Wenn sie mich nicht öfters einsetzen, denn. Ich erwarte Top-Leistungen. Gut. Aber ich habe mich doch sowieso auf die Dingsliste gesetzt, oder? Mal kurz gucken. Ne, er steht zum Beispiel auch nicht mehr drauf. Was ist denn das hier? Wollen wir mal kurz ein bisschen hier. Genau, er steht auch auf der Liste drauf. Er auch nicht mehr. So. So, Interesse an Luzzano Visuetta. Customer ist endlich verkauft. Hey, was nur, dass sie sich Stein geleitet haben, ohne dass ich darum bitten musste. Bist du anders besser aufgehoben? Im nächsten Spiel spielen darf. Ich denke drüber nach. Ach, Anbo. Ich muss dich, glaube ich, auch wirklich mal ausleihen. Wo ist er denn da? Auf die Leihliste. Ah, jetzt wollte ich das gerade simulieren, das ist das Spiel, was wir spielen. So. Ja, los geht's. Garamba ist zwar wieder fit und so, aber der ist jetzt gerade erst fit geworden. Das heißt, ich lasse ihn jetzt nochmal draußen. Danach werde ich ihn wieder reinsetzen für Warners. Bim. Da sind unsere Jungs. So, dann machen wir mal. So. Na. Oh, das war ja knapp. Hat ja gar nicht erwartet gehabt. So, hier, zack. Oh. Asimovic. Das ist aber immer irgendwie so bei uns. So, die erste Anfangsphase ist echt. Nur wann kommt dieser eine kleine Fehler, der dann alles so. Leider, leider. Schade. Sehr schön von Asimovic. Das war super. Mit Prado zusammen. Und Perez macht tatsächlich sein erstes Tor. Sehr schön. Bam, 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 bam. Oh, Leffert. So. Sehr schön. Oh, Perez hier so ein bisschen zu. Ah. Puff. So. Er hat sich den Tag gerade hingeschmissen von uns. Also irgendein Spieler von uns ist da gerade im Strafraum umgekippt, als wir die Ecke gemacht haben.
Ich habe irgendwie das Gefühl, im Pokal haben wir es einfacher als in den Ligen. Also auch wieder schön rausgespielt. Wieder mit Kata. Also Kata ist echt ein guter Verteiler, muss ich sagen. Hätte fast geklappt, Prado. Oh, es war aber knapp, ey. War abgefälscht gewesen sogar. Leute, der Ball muss raus. Wir haben wieder Perez. Perez genießt das Spiel heute richtig. Na. Ah. Also für Perez ist das heute ein richtig gutes Spiel. Prado hat ihn aber noch. Naja. War ein Versuch wert. Nö. Ja, denke ich mir auch. Alter, den musst du doch reinmachen. Wer war denn das? Nummer 5 wieder Kater. Hi. So. Nee. Halbzeit. Ich muss sagen, Perez hat richtig gut gespielt in der ersten Halbzeit. Er hat richtig gut gespielt. Ich bin gespannt, kann er noch ein bisschen spielen? Ja, kann er, okay. Ich habe immer das Gefühl, Prado ist irgendwie derjenige, der da so ein bisschen... immer so ein bisschen am Schwächeln ist auf der Seite. Live aus der Düsseldorf Arena. Genau, wir haben Dina, ich habe Dina reingebracht für Prado. Sehr schön. So. Ja, als jetzt müssen wir in Chemnitz, da freue ich mich schon drauf. Nein, du sollst die... Deswegen wird vielleicht die Folge, je nachdem, wie lange wir jetzt hier noch brauchen, ich werde ja noch gleich was gucken, auch nach dem Spiel, ein bisschen kürzer werden. Weil ich wollte unbedingt natürlich das Pokalspiel spielen und natürlich auch Chemnitz. Ich meine, das müssen wir spielen. Ich werde auch das Spiel gegen Nürnberg jederzeit spielen. Nein, ach Mann, jetzt wollen wir mal scheiße die ganze Zeit hier. Ah. Super Korosec. Kiel, Gagliardini geht raus. Das ist eigentlich den, den ich gerade am meisten gesehen habe. Und Suga kommt rein. Also dieser Gagliardini.
Wieso köpft der? Das verstehe ich auch nicht. Warum köpft der nach rechts unten, wenn ich eigentlich nach links gedrückt habe? Das sind manchmal so. Oh, Perez. Dietsch auch hier. Hey, raus hier. So, sehr schön. Carter ist auch wieder mitgelaufen. Ja, jetzt muss man Perez rausholen. Hat super gespielt, aber so langsam geht ja die Kraft flöten. Kleefisch geht bei den raus. Kleefisch. Das ist ein Name. So. Perez super gespielt heute. Tavares kommt rein. Baku kam für Kleefisch. Der Name ist aber so geil. Der Kleefisch. Ich hasse es. Ich hasse es. Warum macht der das immer? Weißt du, wofür spiele ich eigentlich selbst? Wenn der PC für mich entscheidet, wo ich nicht passe. Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Folge gesagt. Oder so. Wenn ihr wisst, wie ich das rausstellen kann oder abstellen kann oder verringern kann, dann bitte mir einmal in die Kommentare schreiben. Weil es nervt so unsagbar. Da brauchen wir mir nicht sagen, wegen ist es der Engel schuld. Nein. Beispiel der Kopfball vorhin im Strafraum. Ich drücke ganz klar nach links, aber den rausköpft. Was macht er? Er köpft ihn nach rechts. Und glaubt mir, ich bin manchmal vielleicht dusselig oder so. Aber ich kann auch rechts und links unterscheiden. So. Yep. Das war sehr schön gemacht. Zack. Aber auch wieder eine Sache, ne? Er wird da gezogen. Hat es ganz klar gesehen. Er wird am Trikot gezogen. Also manchmal. Ey, manchmal kapiere ich das Spiel so nicht. Wusste? So. Irgendwann, glaube ich, mache ich nochmal so mein. Ich glaube, nach der Karriere mache ich auch mal so wie bei Life is Strange 2 ein Meinungsvideo zum Ende. Weil das ist so. Weil, man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt unglaublich, unglaublich selten gelbe Karten hier, ja? Rote Karten sind, also rot, gelb und so gibt es wirklich nur, also jetzt öfters, wenn man in der Simulation spielt, dann siehst du ja das öfters mal. Dann, dieses typische, so. Gut, super. Dann dieses typische Transferfenster ist zu. Einer deiner Stammspieler ist verletzt. Trainingsverletzung. Auch wieder. Warum? Das ist fast schon geskriptet und das ist nervig. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Wir müssen auf dem Boden bleiben, ist ja klar. Insgesamt eine tolle Leistung. Du warst ein Endgruppenfall, das sollte anders ausgehen können. Ich könnte drüber für das nächste Spiel. Ich danke Ihnen. Ich danke auch. So, wie gesagt, das nächste Spiel ist gegen Chemnitz. Was? Achso. Was? Wieso fühlt sich nicht wohl? So, dann hier unsere Trainingsgruppe wieder. Oh, ich muss auch die nächste aufmachen, ne? Wir haben ja wieder ein paar reingekriegt. Wir haben mal wieder ein paar reingekriegt. So, nee, ich wollte was anderes machen. Ich wollte mal kurz was gucken. Moment. Genau. Nee. Okay, wir können auch den kommenden. Ja, die Finanzspritze behalte ich mir für irgendwann anders vor. Ich glaube, ich werde mal einen kommenden Star scouten. Einfach mal so just for fun.
Ich würde ja gerne für die Spielerkarriere. Bei mir war das, ich wollte so ein bisschen Remis in Koop. Okay. Saisons unentschieden. Du brauchst einen Punkt in dem Saisonmodus und wird dann automatisch gut geschrieben. In Saisons? Was heißt denn Saisons? Intensivtraining ist auch ganz gut. Das können wir irgendwann mal machen. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir nochmal so ein bisschen was an Jubel und so bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Was steht da? MSTAR All Team 2019. Jo, warum nicht? Ja, ich habe so viele Punkte, wie ihr da oben seht. Also irgendwie, warum muss ich die ja mal ausgeben? Und da ich kein FIFA Ultimate Team spiele. Unentschieden, Sieg. Koop. Alles klar. Kommende Skala hatten wir schon. Position für Callfreischaltung, was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was Saisons ist. Sonst gibt es ja nicht so viel mehr, ne, oder? Ich sehe jetzt 10.000 Schuhe. Das ist auch immer geil, so 10 Millionen Schuhe hier. Ja, die Finanzspritze behalte ich mir noch irgendwann übrig. Oh, Neymar Junior Schuhe. So, Leute, ich bin die Folge für heute. Wie bereits gesagt, beim nächsten Mal spielen wir dann gegen Chemnitz. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt an den roten Knopf der Fortuna unter dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.